Wir schreiben das Jahr 2013. Die neue Call of Duty 9999 Revenge Deluxe HDDDDD Edition und diverse andere C-Prequels sind gerade auf den Markt gekommen. Seit Monaten hat kein neues originäres Spiel die Gamer mehr erreicht. Die internationale Liga der Spielehersteller unter der Schreckensherrschaft von EA haben das Ver- und Ankaufen von Spielen kriminalisiert und unter Strafe gestellt. Nur in den dunklen und schlecht beleuchteten Hinterhöfen größerer Städte ist es möglich, auf illegalen Tauschbörsen und Schwarzmärkten unter Einsatz seiner Freiheit und unter großen Vorsichtsmaßnahmen Spiele und Zubehör zu tauschen. Zu diesen Gesetzen kam es, da die Spielefirmen nicht wie gewohnt 3000% Gewinn aus ihrem Produkt herausschlagen konnten, sondern nur noch 2999,9, was sie laut eigenen Aussagen an den Rand des Ruins und Wegbruch einer ganzen Industrie geführt hätte. Sie drohten bereits mit Massenentlassungen und dem Einstampfen jahrzehntelanger erfolgreicher IPs, falls dem Gesetzesentwurf des Sonderbeauftragten der Spielelobbyisten vor dem UN-Sicherheitsrat nicht zugestimmt wird. Oh Gott, was für ein scheiß Albtraum, ich schwitze jetzt noch. Endzeit-Gaming-Firmen erschaffen ein Cybermonster, um Spiele zu kontrollieren. Japanische Wissenschaftler entwickeln Kontrolle, um die Gedanken von Spielern zu lenken. Neuartige Konsole mit direkter Steuerung verbunden. Was für ein Schwachsinn. Mein Großvater pflegte immer zu sagen, Junge, mach dir keine Sorgen, denn auf einen Albtraum folgt ein Feuchttraum. Und siehe da, er hatte wie immer recht. Ich erwachte auf der 2 Jahre Games People Play Party der Konsolenkinder, deren Eintrittspreis nur aus einem Lächeln bestand. Und was bekam ich dafür? Einen kleinen, aber feinen Trödelmarkt, für den ich einfach zu wenig Geld in der Tasche hatte, um mir all diesen geilen Shit zu kaufen. Überall waren alte Konsolen aufgestellt, an denen man den ganzen Abend zocken konnte, während Wellen von Sinus und Rechtecken aus den Gameboys einem das Trommelfell massierten. Neben all den Spielen und Gegnern traf ich auch die Jungs von Clockwork Orange. Und wir probierten aus, wer die meisten Alienschiffe vom Himmel holen konnte, um damit die Menschheit zu retten. Ach, ein wenig vermisse ich ja die alten Zeiten, in denen man sich physikalisch traf, um sich anzuschreien und sich direkt bei Verlust des Lebens einfach den Controller zu nehmen und an den Kopf des Gegners zu werfen. Doch ich glaube, darüber traue ich ein anderes Mal. Ich mache mich jetzt erstmal auf die Suche nach ein paar richtig saftigen Bananen. Denn die gab es ja auf der Party leider nicht. Der Typ, der hier aufnimmt, will, dass ich nur einen Satz sage. Ich darf nur noch einen Satz sagen. Und der geht wie folgt. Mein Großvater sagte immer... Junge, mach dir keine Sorgen. Auf einen Albtraum folgt ein Feuchttraum. Und siehe da, mein Großvater hatte recht. Warum lachst du? Du hast nicht gelacht? Okay, scheiße. Okay, nee, dann lass uns noch mal...